Hey, wir haben jetzt gerade unseren ersten Lift gekriegt. Wir fahren nach Busa. Das ist also zumindest in die Richtung. Unser Fahrer will auf eine Hochzeit und fährt quasi dran vorbei. Und wie schnell ging das, Norina? 3 Minuten. Noch nicht mal. Ja, wenn überhaupt. Also wir sind gerade aus der Fähre rausgelaufen und beim Rauslaufen haben wir das Schild rausgehalten. Vom Sitzplatz bis ins Auto 3 Minuten. Ja. Das ging wirklich fix. Hat ein ziemliches Glück. Mal gucken, wie es so weitergeht. So, Teschikulär. Ja, vielleicht soll ich nachher nochmal meine Omi anrufen, mir sagen, dass ich gerade nicht in Istanbul bin, sondern ganz woanders. Ich sollte ihr nicht sagen, wie wir hier hingekommen sind, aber dass wir nicht in Istanbul sind, das macht sie bestimmt glücklich. Sind hier gerade hergetrennt, jetzt mit 2 Lifts. Wir wurden kurz nach der Autobahnausfahrt rausgeworfen vom ersten. Oder an der Autobahnausfahrt. Sind dann runterspaziert zu so einer Landstraße. Und dann kam ein Bus, die sahen aus wie ein Krankentransporter. Oh Gott, das ist ein schönes Wort. Genau. Und die haben uns mitgenommen. Einfach so, obwohl wir kein Geld mit haben. Da, das Auto, das hält an, das merke ich. Und? Wir haben es mitgemerkt. Nee. Das Wichtigste ist Blickkontakt. Nehmen wir dem Auto, nicht mit der Kamera. Es ist zu hell. Da, der nimmt uns mit. Der Rollerfahrer? Vorjahr laufen. 5 Kilometer. 5 Kilometer noch. An der Ecke. Ein Bus abgegabelt. Sieht sehr nett aus. Also läuft. Vielleicht sind wir da. Dann. Daumen raus halten, mein Bus funktioniert. Hoffentlich, ja. Also hoffentlich steht da auch was, was man sich angucken kann. Mal gucken. Hoffentlich hat es sich ein bisschen gelohnt. Selbst wenn nicht. Dann waren wir wenigstens da. Somebody take it from me. You gotta go on this one. Funky Kickstarter. Funky Kickstarter. Funky Kickstarter. Willst du was sagen? Ich weiß gar nicht, wo ich dann anfangen soll. Also wir sind gestern bis nach Troja getrampt. Mhm. Çanakkale, Troja, dann zurück nach Çanakkale. Da haben wir dann bei 2 Leuten übernachtet über Airbnb, die waren sehr nett, ein bisschen chaotisch und wir haben nachts sehr viel passiv geraucht, weil einfach alles so eine Zigarette roch. Und ich weiß nicht, wie viele Menschen dann doch in dieser Wohnung wohnten, aber sie haben alle einmal bei uns reingeguckt, weil sie nicht wussten, dass wir da waren. Also die Nacht war nicht sehr lang, aber jetzt sind wir schon das erste Stück gefahren. Wir sind mit der Fähre rüber auf die andere Seite von Çanakkale und dann haben uns jetzt gerade 3 junge Türken mitgenommen mit ordentlich Gangster-Rap. Sonst sind wir ganz gut durch Troja gestern gekommen und haben uns Çanakkale, wo das trojanische Pferd aus dem Film her. Das ist viel beeindruckender als das Kunstwerk, was da in Troja steht. Ganz, naja. Das nächste Auto, das hält jetzt an. Das habe ich im Gefühl. Klar. Das ist, guck, der Daumen, der steht schon perfekt draußen. Ich bin optimistisch, ich bin so optimistisch, das wird jetzt. Das Schild ist auch bereit Richtung Istanbul. Guck mal, der wird schon ganz schnell. Er wechselt schon die Spur. Und fährt vorbei. Dieser Sack, seht ihr das? Der fährt einfach vorbei. Ich glaube, so schnell ist noch keiner. Aber warte, da kommen 3 Autos hintereinander. Das heißt, die neue Fähre ist angekommen. Viel mehr Autos waren nämlich auch nicht. Ich sehe ein viertes. Viel mehr Autos waren noch nicht auf der anderen Fähre. Manche waren auch wirklich nur auf die andere Seite der Stadt und gar nicht mehr Istanbul.
Deswegen gucken wir mal, probieren wir unser neues Glück. Und es wird nicht langsamer. Zeichen dafür, dass es nicht anhält. Wir sind Kinoattraktion. Ja, wir machen gerade, ja, zwischen uns. Wir machen gerade Riesenshow für die Obers. Also wir hätten jetzt auch gerne das Schild gezeigt, mit dem wir dann jetzt gerade bis nach Istanbul gekommen wären. Wir sind bis zum Ziel gekommen von einer Stadt hier vor Istanbul. Ja, dann hier direkt ein Auto neben uns und zwei Jungs haben uns direkt mitgenommen. Mal sehen, also wir sind jetzt gerade auf dem Weg nach Istanbul. Wir müssen jetzt, ja, wie lange haben wir noch ungefähr? Zwei Stunden, die von der Taxen durchfahren, müssen wir mal gucken, wo wir dann aussteigen. Ja, also es sieht gerade sehr, sehr gut aus. Am Anfang ein bisschen Startschwierigkeiten und dann geht es aber gut unterwegs. Haben wir das erzählt von dem, da saßen drei Opas, da wo wir unsere Äpfel für einen Rentenpreis gezahlt haben und meinten, da fährt ein Bus. Und meinten, nein, wir wollen Autos shoppen. Die so, Und dann saßen die auf ihrem Plastikstuhl und haben uns die ganze Zeit zugeguckt, wie wir da auf die Autos warten und fiebern. Und am Ende steigt einer von denen in sein Auto und fährt weg. Der hat uns ruhig ein Stück mitnehmen können. Das war ein bisschen seltsam. Auch vor allem, weil vorher ein Minibus weggefahren war, bei dem wir noch fragen wollten, ob die uns mitnehmen. Der fuhr ran, wir griffen unsere Sachen, waren auf dem Weg, der Bus fuhr ab, das haben die noch gesehen, war so. Ja, und dann fuhr der Typ einfach in sein Auto weg. Die Straße führt nur in eine Richtung. Denkt dran, Daumen hoch und Kanal abonnieren.